Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Damen und Herren. Ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Video. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe ja letztens diese Minifiguren ausgepackt. Und zwar von der Minifiguren-Serie von DC, die 71026. Und hatte 8 von 10 Minifiguren drin. 16 gibt es insgesamt zu sammeln. Und deswegen war ich noch einmal shoppen. Und wir schieben einmal diese wunderschönen 8 zur Seite und diese 8 hierher. Und packen dann heute mal die letzten mir noch fehlenden Minifiguren aus. Als allererstes möchte ich loswerden, dass diese Minifiguren-Serie tatsächlich mit einer der schwersten zu erfüllenden Serien ist. Das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass ich mich hier in diesen Packs einmal verfühlt habe. Ich hoffe es natürlich nicht. Und die erste Minifigur, die ich auspacken werde, ist in diesem Falle Huntress. Sie ist auch eine wunderschöne Figur, unter anderem natürlich wegen dem wunderschönen langen Haar, was sich so in alle Richtungen hier spreizt. Das ist sehr, sehr klasse gemacht. Der Umhang ist dieses neue Style Cape, also so ein bisschen stoffig, also sehr, sehr cool. Ich finde das sehr, sehr schick, immer wenn sie das mit reinpacken. Vor allem zerknickt das halt nicht so leicht und man kann es schöner anfassen. Es fühlt sich einfach ein bisschen hochwertiger an. Das Ganze wird tatsächlich von den Haaren in place gehalten. Das heißt, wenn man die wegnimmt, dann wird das Ganze so ein bisschen höher flubbern hier so ein bisschen. Da können wir dann allerdings einen Blick hier auf die Rückseite werfen. Sie hat ein bisschen Details hier auf der Rückseite. Einen schönen Gürtel hier unten rum, auch sehr, sehr cool. Wir haben auch einen Blick hier eben auf das zweite Gesicht bekommen. Das ist ihr erstes hier vorne. Sehr, sehr, sehr schick. Und sie hat natürlich eine kleine, wie nennt man es? Auf jeden Fall hat sie eine Waffe mit dabei. Und den Gürtel gibt es tatsächlich auch noch ein zweites Mal dann als Ersatzteil mit dabei. Wir machen weiter mit der nächsten Figur. Und so, wir haben jetzt immerhin schon 9 der 16 Figuren hier rausbekommen. Das heißt, meine Erwartung steigt, dass jetzt die anderen Figuren auch noch drin sind. Und hier haben wir Aquaman. Aquaman gehört tatsächlich auch zu einem meiner Favoriten hier aus der Serie. Und er hat einen interessant farbigen Fisch dabei. Das ist eher so ein sehr, sehr helles Grün. Hat lange blonde Haare, die auch sehr gut für eine weibliche Minifigur verwendet werden könnten. Und dann seine interessante Hand. Die hat, also ich kenne sie, ich habe keine Ahnung, ob die einen Namen hat. Hier unten haben wir eine fischflossigenartige Beinbedruckung. Das geht von dem Torso runter in die Beine. Und natürlich hat er auch ein zweites Gesicht und ein bisschen Bedruckung hier auf der Rückseite. Er guckt dann so ein bisschen angrier als vorne. Angry, also er vorne sieht er dann noch so ein bisschen freundlicher aus. Minifigur Nummer 3 folgt sogleich und dürfte dann in dem Fall natürlich wieder eine coole Minifigur enthalten, die wir noch nicht gesehen haben. Und in diesem Fall ist es sehr, sehr interessant. Wir haben nämlich Wonder Woman. Eine sehr, sehr, sehr wunderschöne Figur, unter anderem natürlich wegen ihrem goldenen Lasso, was hier mit dabei kommt. Und zwar ist das so eine Art gummiartiges Material, das heißt, wir können das so ein bisschen rumschwingen natürlich dann auch. Es wirkt ein bisschen realistischer. Unten hat sie ein sehr, sehr schön bedrucktes Kleid hier mit so ein paar Sternen oben drauf. Das Ganze geht weiter hier unter dem Rock, wenn man hier mal unter den Rock gucken darf. Jetzt ist sie auch gerade weggesprungen, das wollte sie nicht. Die Füße sind auch sehr cool gemacht, hier diese typischen Stiefel von Wonder Woman. Und dann hier rundherum haben wir natürlich auch einiges an Bedruckung. Hier auch an den Seiten silberne Bedruckung auf den Armen. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Reflektiert so ein bisschen. Hinten guckt sie so ein bisschen nicht erfreut, als hätte man ihr gerade unter den Rock geschaut. Und dieses Haarteil ist natürlich dann auch bedruckt mit dem coolen roten Stern. Und wir machen weiter mit der nächsten Minifigur und schauen einmal, ob wir nun auch das drin bekommen, was ich versprochen habe, also nur komplett neue Minifiguren. Und wir haben schon wieder jemanden in einem extra Tütchen. Und zwar haben wir hier den Batmite. Batmite sieht für mich als Nicht-Batman-Kenner tatsächlich so ein bisschen aus wie eine Kind-Version von Batman. Und er hat so ein kleines Teil hier mit dabei in 2x3. Sehr, sehr cool. Detective Comics steht da drauf. Und das Ganze ist auch eher so im Comic-Style gehalten. Sein ganzes Outfit erinnert sehr an die Comics von Batman. Wir können mal unter die Maske schauen. Da hat er tatsächlich so ein sehr interessantes Gesicht mit der Batman-Maske hier vorne drauf auch so aufgeprintet. Und seine Maske sieht auch sehr interessant aus mit einem abgeknickten Ohr hier. Sein Umhang übrigens ist auch dieser Stoffcape. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr schick. Genau wie bei der großen Version. Und die große Version haben wir noch gar nicht. Aber auf jeden Fall, hier haben wir dann ein bisschen Rückenbedruckung. Und wir sehen auch, das Ganze ist dual molded, sogar triple molded. Allerdings nur in 2 Farben. Wir machen weiter mit der nächsten Minifigur. Und auch hier, oh Gottchen, kriegt die immer so schwer auf. Auch hier befindet sich natürlich eine sehr, sehr schicke Minifigur drin. Und zwar haben wir hier, schon wieder jemand in einem extra Cape. Und zwar Superman. Superman natürlich auch einer der Favoriten der Minifiguren, die hier enthalten sind. Er ist auch wunderschön gemacht, hat tatsächlich auch wieder ein Stoffcape. Das finde ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich stehe auf diese Stoffcapes tatsächlich. Vorne drauf einiges an sehr, sehr cooler Bedruckung auf einem dunkelblauen, so ein bisschen dunkelblaueren Torso.
Hat den Daily Planet mit dabei. Dort wird gerade berichtet über Caped Wonders Stunts City. Es hat bestimmt irgendeine Referenz. Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Ich habe die echt lange nicht geschaut. Oben, wir haben sogar ein zweites Gesicht. Hier lächelt er ganz, ganz freundlich. Und dort auf der anderen Seite möchte man ihm dann nicht im Dunkeln begegnen. Auf der anderen Seite hat er dann natürlich hinten auf dem Torso auch noch ein bisschen Details. Wir neigen uns dem Ende des Auspackens zu und packen hier die drittletzte Minifigur aus. Und wer könnte es sein? Wenn ich die Packung aufbekomme, werden wir es rausfinden. Und wir schauen einmal. Es ist... Sinestro. Auch Sinestro hat eine Laterne mit dabei, diesmal in komplett gelb. Auch eine sehr interessante Farbe. Auch er hat wie dann Green Lantern eine so eine Art Ring dabei. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Bitte schreibt mir das in die Kommentare, dass ich mich nicht ganz so blöd fühle. Auf dem Torso hat er auch einiges an sehr, sehr schicker Bedruckung. Hier nicht ganz so detailliert wie auf vielen anderen Figuren, aber dennoch sehr, sehr cool gemacht. Und sein Gesicht in komplettem Pink guckt hier noch sehr, sehr freundlich. Auf der anderen Seite sehr, sehr grimmig, wenn man das mal so machen kann. Bei mir hat sich das gerade komplett umgedreht, seltsamerweise. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein paar Details, die dann von der Vorderseite so ein bisschen weitergehen. Hier haben wir dann auch schon die vorletzte der Minifiguren und wir schauen einmal rein. Und diesmal ging es tatsächlich relativ einfach, diese Figur zu öffnen. Und hier haben wir, nicht wegrollen, hier haben wir nämlich den Joker. Joker kommt tatsächlich auch mit einer sehr, sehr coolen Joker-Spielkarte, auf der er selber abgebildet ist. Das finde ich sehr, sehr klasse gemacht. Ansonsten eher minimalistisches Outfit hier in komplettem Weiß. Angedeuteter Anzug, den er da trägt, mit ein bisschen lilaner Bedruckung hier vorne und natürlich wunderschönem grünen Haar. Wir gucken auf die Rückseite, kein zweites Gesicht. Sehr, sehr interessant. Dafür ein bisschen Details hier auf der Rückseite des Torsos. Und sein zweites Extra ist tatsächlich ziemlich interessant gebaut. Deswegen wollte ich es gerne zeigen. Und zwar haben wir einen Minifigurenkopf komplett in lila, der Ganze kommt hier auf so einem Stick hier drauf und dann dieses Bienenteil in komplettem Rosa, dann auch nochmal da drüber gestülpt und das macht etwas aus. Was es ist, weiß ich nicht, es sieht ein bisschen aus wie ein riesiger Lolli, vielleicht ist es das, keine Ahnung, schreibt das bitte in die Kommentare. Ansonsten, ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus und macht ihm einiges aus, aber ich fand halt vor allem diese Bauweise sehr interessant und wollte euch die unbedingt zeigen. Und damit sind wir auch bei der letzten der 16 Minifiguren angekommen und es fühlt sich wieder so an, als wäre hier jemand in einem extra Beutel drin. Es kann eigentlich nur noch eine bestimmte Minifigur sein. Wenn ich den Beutel hier aufbekommen würde, würde ich sie euch auch zeigen. Ich glaube, ich weiß, wer sich darin befindet. Und zwar, aha, ja, es ist ein extra Beutel und wir haben, Batman. Auch Batman kommt, wie vorhin bereits vermutet, mit einem Stoffcape. Das ist auch sehr, sehr klasse gemacht. Dafür hat er kein zweites Gesicht abbekommen. Das Gesicht ist komplett schwarz. Vorne drauf dafür allerdings umso cooler mit einer coolen Fliegerbrille, die dann quasi seine Augen darstellt. Sonst ist da ja immer so ein weißes Stirnband, was dann die Batman-Augen sind. Dieses Mal haben wir hier eine coole Brille mit dabei. Ansonsten, wir haben einiges an Details hier vorne mit dabei. So ein bisschen hier unten auf den Beinen geht es weiter, dann in den Torso. Wir haben einen blauen Batwing hier vorne. Ich hoffe, so heißt das Ding. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich mich nicht falsch erinnere. Den haben wir sogar noch ein zweites Mal mit dabei. Der ist dann als Ersatzteil ein zweites Mal da. Und hier hinten ein bisschen Bedruckung auf der Rückseite und ein sehr, sehr langes Band, an welchem er sich dann umher schwingen kann, wenn er das gerne möchte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lang und in dem Fall tatsächlich auch relativ leicht zu erfüllen in der Packung. So, das war's. Hier haben wir unsere wunderschönen 16 Minifiguren. So sieht's übrigens aus, wenn man alle Minifiguren hier ausgepackt hat, mit diesen ganzen durchsichtigen Teilen und den Ersatzteilen mit da drin. Finde ich sehr, sehr heftig, vor allem so viele Jumper zu haben. Finde ich sehr, sehr cool. Kann ich bestimmt auch gebrauchen. Und ansonsten, ich werde natürlich mit einem Review hier weitermachen und ein Review von dieser Serie machen. Freut euch da auf jeden Fall drauf, weil da schauen wir uns die Figuren dann natürlich noch ein bisschen genauer an. Und ansonsten würde ich sagen, war's das hier mit diesem Video. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Mein Name ist Patrick. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.